Wir hatten die Idee, alle Universitäten für Musik und Konservatorien in Österreich einzuladen, die eine Klavierausbildung haben, jeweils einen Studenten zu nominieren. Bereits Karl Bechstein selbst hat junge Pianisten gefördert. Und an diese Tradition knüpfen wir heute wieder an. Die Förderung des musikalischen Nachwuchses, die Entdeckung junger Talente ist für das Brucknerhaus Linz ein zentrales Anliegen. Es freut mich daher sehr, dass wir mit unserem Partner, der C.E. Bechstein Pianoforte AG, einen neuen Wettbewerb in Österreich etablieren konnten. Die Jury sollte international sein und insofern bin ich sehr glücklich, dass wir jetzt drei Juroren von ganz, ganz wichtigen Hochschulen haben. Einmal das Pariser Conservatoire National mit Michel D'Alberto, dann Konstantin Lifschitz von der Musikhochschule in Luzern in der Schweiz und dann Gerrit Zitterbart aus Hannover, welches sicherlich die Hochschule in Deutschland ist, die die meisten erfolgreichen Pianisten in den letzten Jahrzehnten in Deutschland hervorgebracht hat. Ich finde das eine sehr gute Initiative der Firma Bechstein, hier einen hochschulinternen Wettbewerb für ganz Österreich auszurichten. Hier kann man also auf kleinstem Raum sozusagen ein Leistungsniveau hören und abschätzen. Und ich freue mich, dass das Niveau bisher sehr erfreulich ist und das wird sicher auch so bleiben. Und in diesem sehr schönen Saal mit einem sehr schönen Flügel ist das auch ein Vergnügen für die Spielerinnen und Spieler, sich zu präsentieren. Der Bechstein-Bruckner-Wettbewerb Österreich hat eine sehr wohlverdiente Gewinnerin hervorgebracht, uns gleichzeitig aber ermöglicht, eine ganze Reihe von außerordentlich begabten jungen Pianistinnen und Pianisten kennenzulernen und diese auch unserem Publikum vorstellen zu können. I was really very happy to perform here. This hall has such an amazing acoustic and aura, I would say. And I'm incredibly thankful for this opportunity. I think this competition has a wonderful future because it's surrounded by wonderful people. And I wish this competition all the best with all my heart.